Unsere männlich dominierte Sportredaktion ist manchmal etwas intolerant gegenüber Themen, wo keine Bälle und keine Tore vorkommen. Dementsprechend schwer war der Stand von Kollegin Lissy von York, als sie meinte, jetzt mach doch mal was über Voltigieren. Sie hat sich nicht beeindrucken lassen von unseren fragenden Blicken, ist nach Gundelfingen gefahren und hat einen Bericht gemacht über die Voltigiergruppe des Reitclubs Gundelfingen. Das ist Moritz. Er ist eins der beiden Voltigierpferde des Reitclubs Gundelfingen. Dreimal die Woche turnen Mädchen auf seinem Rücken, während er im Kreis galoppiert. Bevor es jedoch in die Reithalle geht, wird Moritz gestriegelt, geputzt und gesattelt. Wie beim Reiten gehört das Vorbereiten des Pferdes zum Voltigieren dazu. Währenddessen machen sich die anderen Voltigierer bereits warm. Dazu gehören die gleichen Übungen wie beim Turnen. Doch nicht nur auf dem Boden wird trainiert, sondern auch auf dem Holzpferd. Während der Rest der Gruppe zuschaut, können bis zu drei Voltigierer gleichzeitig turnen, sei es auf dem Holzgestell oder auf dem richtigen Pferd. Da heißt es zusammenarbeiten und einander vertrauen. Ich voltigiere, weil es ist ein Gruppensport und es macht einem auch Spaß. Nicht nur ein Sport alleine, zum Beispiel Reiten. Da ist man meistens nur mit seinem Pferd und auf sich allein gestellt. Und voltigieren ist einfach ein Gruppensport. Man ist in der Gruppe zusammen und da ist auch so eine Art Teamgeist immer dabei. Für Elena ist Voltigieren außerdem ein Ausgleichssport zum Reiten. Während Reiten die Muskulatur stärkt, fördert das Voltigieren die Beweglichkeit des Körpers und dehnt die Muskeln. Auch für die Trainerin Elisabeth Ansorge ist die Ähnlichkeit zum Reiten zweitrangig. Also ich würde es vom Reiten her doch sehr getrennt sehen, weil es ist primär Turnen auf dem Pferd, auf einem Pferd, was ich selber nicht reite, nicht lenke. Das macht der Longenführer. Von daher ist es Turnen auf dem Pferd und nicht Reiten. Im Gegensatz zum Reiten ist Voltigieren in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Unter Reitern ist es jedoch sehr beliebt, gerade um Kinder mit dem Pferd vertraut zu machen. Das Durchschnittsalter der Anfänger liegt bei 5 bis 6 Jahren. Zunächst beginnen die Stunden spielerisch, später haben die Voltigierer die Möglichkeit, Abzeichen zu machen und an Wettkämpfen teilzunehmen. Auf Turniere zu gehen erfordert jedoch einiges. Der Voltigierer, der muss natürlich sportlich richtig gut durchtrainiert sein, konditionell auf dem Höhepunkt, damit er das überhaupt durchhält. Weil so eine ganze Turnieraufgabe besteht, über 10 Minuten, Viertelstunde Turnen in der Mannschaft, das ist sehr anstrengend. Auf den Wettkämpfen werden Pflichtübungen verlangt, die aus 2 Blöcken bestehen mit jeweils 3 bis 4 Übungen. Danach folgt die Kür. Hier präsentieren die Voltigierer Handstand oder stehen auf dem Pferd. Damit auch alles reibungslos verläuft, muss das Voltigierpferd verschiedene Kriterien erfüllen. Es muss charakterlich einwandfrei sein, es darf nicht beißen, nicht schlagen. Es muss willig seine Runden drehen, möglichst ohne zu bocken. Ich meine, unsere Pferde, die sind jetzt gerade im 1. und 2. Ausbildungsjahr und ein gut ausgebildetes Voltigierpferd braucht bis zu 4, 5 Jahren, bis es wirklich alles kann. Für Voltigierer ist das Turnen auf dem Pferd also manchmal eine wackelige Angelegenheit. Die Voltigierer aus Gundelfingen sind sich aber einig, Voltigieren ist nicht gefährlicher als anderer Sport. Auch wenn nicht immer alles so klappt, wie es sollte, macht es den Kindern großen Spaß. Für einen Ausritt im Sonnenuntergang ist die herkömmliche Art und Weise jedoch geeigneter. Und eben im Beitrag gesehen, begrüße ich jetzt im Studio Elisabeth Ansorge vom Reitclub Gundelfingen. Hallo. Hallo. Frau Ansorge, so Voltigieren hört sich so ein bisschen an wie der wahr gewordene Traum eines jeden Mädchens. Es geht um Pferde, es geht um Turnen, es geht um Freundinnen. Warum ist der Sport dann doch nicht ganz so bekannt, ganz so populär? Was glauben Sie? Das kann ich gar nicht direkt beantworten. Ich vermute, weil es doch wenig Pferde gibt, sodass jeder Reitverein ein solches zur Verfügung stellen könnte. Und wie gesagt, schon im Beitrag, die Pferde brauchen eine sehr lange Ausbildungszeit, müssen gewisse Charaktereigenschaften erfüllen und es ist verdammt schwer, ein solches Pferd zu finden. Meine kleine Tochter, die quengelt auch regelmäßig, ich will reiten. Der Papa ist da ein bisschen zögerlich, weil am Schluss geht die Altersvorsorge für ein Pferd drauf. Wie teuer ist die Reiterei? Ist es für jeden was, das Voltigieren? Also ich würde sagen, der Reitclub Gundelfingen bietet das jetzt sehr günstig an, mit einem Monatsbeitrag von ca. 18 Euro plus Versicherung. Beim Reiten ist allein eine einzige Reitstunde schon so teuer. Von daher kann ich mir vorstellen, das Voltigieren ist kostengünstiger und vielleicht
erreichbarer für Familien mit Kindern. Also wenn ich noch mal ganz tief in die Klischeekiste greife, keine Schnöselveranstaltung? Schnösel auf keinen Fall. Nein, es macht Spaß. Es ist ein Mannschaftssport und letztendlich geht es um Freude und Gefallen mit der Mannschaft, mit allen zusammen, mit dem Pferd. Und dass es nicht nur was für Mädels ist, sehen wir gleich beim Hilzinger 1000-Euro-Schuss. Da schießt nämlich der Tim und das sind die Spielregeln.